Im Beispiel haben wir gerade eben gesehen, die Nullstellen des charakteristischen Polynoms waren die Eigenwerte der Matrix, zumindest Eigenwerte, die wir vorher schon mal gefunden hatten. Jetzt, warum hat denn das funktioniert? Also im Skript ist das formuliert als Lemma, da steht quadratische Matrix, Lambda ist Eigenwert dieser Matrix, genau dann, wenn das charakteristische Polynom an der Stelle Lambda 0 ist. Also, was heißt das? Was heißt das, Eigenwert zu sein? Lambda ist Eigenwert, na, das ist kein schönes W, Eigenwert von A. Naja, genau dann, wenn diese Eigenwertgleichung erfüllt ist. Also wenn AX gleich Lambda X ist, und zwar für ein X, was nicht der Nullvektor ist. Bringen wir das mal alles auf die gleiche Seite. Dann steht hier AX minus Lambda mal X ist gleich 0 für ein X, was nicht der Nullvektor ist. Schreiben wir hier gerade nochmal hin. Und weiter. Jetzt würden wir gerne dieses X, was hier doppelt steht, hier steht X. Und hier steht x. Das würden wir gerne ausklammern. Das war ein bisschen ungeschickt, weil a ist eine Matrix und Lambda ist eine Zahl. Wissen wir nicht, wie wir das voneinander abziehen sollen. Aber das können wir ja ein bisschen beheben, indem wir hier uns etwas Platz schaffen und eine Einheitsmatrix i einfügen. Die tut ja nichts. Die will nur spielen. Das i hier, wenn wir das mit dem x multiplizieren, gibt es wieder das x. Also jetzt können wir x ausklammern. Dann haben wir hier also a minus Lambda mal i mal x gleich 0 für ein x, das nicht der Nullvektor ist. Jetzt haben wir das schön auf die Form gebracht. Lineares Gleichungssystem, homogen. Ja, hier steht die Koeffizientenmatrix. A minus Lambda mal i. Und das mal x ist gleich 0 und wir hätten gerne also eine Lösung, die nicht der Nullvektor ist. Der Nullvektor löst das natürlich immer. Das heißt, wir hätten gerne eine sogenannte nicht-triviale Lösung. Also a minus Lambda mal i mal x gleich 0 hat eine nicht-triviale Lösung. So hatten wir das damals genannt bei den linearen Gleichungssystemen. Und da haben wir auch gelernt, so ein quadratisches lineares Gleichungssystem, homogen, das hat genau dann nicht triviale Lösungen, wenn die Determinante der Koeffizientenmatrix 0 ist. Also die Determinante von a minus Lambda mal i, wenn die 0 ist, dann haben wir nicht triviale Lösungen. Naja, und diese Determinante hier, das ist gerade, so war es definiert, das charakteristische Polynom dieser Matrix an der Stelle Lambda.